Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Kaderplanung für das Jahr 2017 bzw. für die endgültige Planung aus allen Servern für das Jahr 2017. Das Jahr ist jetzt schon 2 Monate alt bzw. wir sind jetzt im Februar, aber trotzdem gibt es jetzt erst die endgültige Planung. Die Zinsbremse hat nochmal einiges verändert und so musste ich nochmal etwas neu planen und jetzt gibt es also die endgültige Planung. Gleich werde ich auch noch ein bisschen was zu YouTube sagen. Vorher gibt es aber zu allen Servern mal eine kurze Information. Wir fangen mit dem DE2 an, denn das Video möchte ich nochmal ins Forum stellen, dort durfte ich in letzter Zeit sehr wenige Videos reinstellen. Meine Zuschauerzahl bleibt trotzdem konstant, was mich sehr freut. Und dieses Video soll also nochmal im Forum landen. Ihr könnt ja einfach mal ins Forum schreiben oder in die Kommentare schreiben, ob ihr das wichtig findet, dass meine Videos im Forum erscheinen. Oder ob ihr einfach nur wartet, dass YouTube quasi angezeigt wird, ein neues Video von 9400 JFM. Also die endgültige Kaderplanung für das Jahr 2017 für den DE2. Ich habe jetzt ein Jugendteam, ich hatte es auch erst auf den Markt gestellt, habe dann viel Konkurrenz beobachten müssen und habe mir gedacht, das Team behalte ich erstmal. Ich bin aktuell Dritter in der zweiten Liga. Ich werde meine Stammspieler verkaufen, zumindest die paar, die ich noch verkaufen kann. Die meisten sind ja 36 Jahre alt. Und nächste Saison wird also dieses Team dann in der Liga spielen. Sollte jedoch der Länderwechsel nach Deutschland stattfinden nächste Saison, muss ich das Ganze nochmal umplanen. Ich gehe zu 90% davon aus, dass das nicht passieren wird. Und deswegen wird also das jetzt erstmal mein Team für das Jahr 2017 werden. Sollte sich ein Interessent melden in der Zeit, der dieses Team vielleicht kaufen möchte, dann könnte das nochmal anders aussehen. Aber grundsätzlich möchte ich dieses Team behalten. Und das sieht ja auch ganz gut aus hier. Die beiden Spieler haben schon eine Stärke von 7. Alle Spieler werden am 0. Spieltag eine Stärke von 7 erreichen. Vielleicht der Mittelstürmer sogar eine Stärke von 8. Also es läuft eigentlich alles ziemlich gut mit meinem neuen Stammteam. Wir schauen uns auch noch ganz kurz das Ligateam an. Da sieht man so ein bisschen, was ich aktuell noch am Verkaufen bin. Also diesen Torhüter bin ich am Verkaufen, der ist schon wirklich lange in meinem Verein. Hat unter anderem damals beim Aufstieg mitgespielt in die erste Liga und auch beim Abstieg war er natürlich dabei. Also er war wirklich schon lange mein Verein, soll jetzt aber den Verein verlassen. Es wird auch schon auf ihn geboten, also dieser Wechsel ist schon safe. Dann der DM, der RM und der LM, die werden auch noch wechseln. Die sind schon ziemlich alt und werden wahrscheinlich nicht mehr sonderlich viel einbringen. Aber nächste Saison sollen dann die 17-jährigen Sechser dann in der Liga spielen. Dann natürlich 17-jährige Siebener, nee, 18-jährige Siebener. Und die werden dann nächste Saison in der Liga spielen. So, das ist so die Kaderplanung. Dann haben wir noch hier weitere Spieler, die aktuell am Transfermarkt stehen, wie 18-jährige Fünfer, rechte Manndecker und einen MS mit der Stärke von 11 im Alter von 22. Also die werden alle nächste Saison verkauft. Nächste Saison soll dann auch wieder ein ordentliches Trading geschehen hier auf dem DE2. Da werde ich mich ein bisschen informieren, was aktuell ganz gut geht. Ich werde ein bisschen beobachten, was die Zinsbremse so für einen Einfluss hat. Das hat ja das letzte Video auch schon behandelt, die Zinsbremse, und werde mir dann ein hoffentlich gutes Trading dort überlegen, dass ich nochmal ein bisschen Gewinn machen kann vor meinem Wechsel nach Deutschland. Also das ist so die Planung für den DE2. Des Weiteren möchte ich hier einen Fun Cup veranstalten. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird, wahrscheinlich übernächste Saison. Möchte ich hier einen Fun Cup veranstalten für alle Freunde. Wahrscheinlich ohne Stärkelimit und ohne Geld, also ohne Antrittsgeld, dass jeder einfach teilnehmen kann. Und ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nicht doch ein Stärkelimit haben wollt. Ein Fun Cup auf dem DE2 für alle meine Freunde. Dieser soll nur einmal stattfinden und ich wollte einfach mal nochmal einen Fun Cup hier veranstalten. Ich habe schon lange bei keinem mehr teilgenommen. Vielleicht habt ihr auch Lust. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr Lust auf einen Fun Cup am DE2 habt. Ohne Antrittsgeld, ohne Stärkenlimit. Wie sieht's aus? Wie wollt ihr es haben? Einfach eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also das war's vom DE2. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Ein junges Team aus 17-jährigen Spielern soll weiter gefördert werden. Ein Wechsel nach Deutschland würde nochmal einiges verändern und auch ein Angebot für diese jungen Spieler würde wahrscheinlich zu einem Verkauf führen. Jetzt zum Classic-Server. Dort bin ich aktuell nicht am Traden, also ich benutze aktuell eigentlich meine komplette Energie quasi für den DE2-Server. Und hier bin ich also aktuell nicht am Traden. Es läuft trotzdem ganz gut. Ich hatte ein kleines Trading dann doch noch diese Saison aufgezogen, beziehungsweise die Spieler sind halt diese Saison verkauft worden. Und wir schauen uns das jetzt noch ganz kurz an. Also unter anderem waren da sehr viele 19-jährige Torhüter dabei.
Dieser hier ist letzte Saison für 17,9 Millionen Euro in meinen Verein gekommen als 18-7er und diese Saison für knapp 24 Millionen Euro gewechselt. Also sagen wir mal 18 Millionen Euro und 24 Millionen Euro. Das war ein sehr guter Transfer. Ich habe mit allen Spielern ganz gut Geld verdient und es waren auch noch weitere Spieler. Es war ein weiterer 19-jähriger Achtertorhüter, der am 11. Spieltag gewechselt ist. Der hat nicht ganz so viel Gewinn gebracht. Und ansonsten sind noch viele 19-jährige 7er verkauft worden diese Saison von mir. Ich habe sie damals als 18-6er eingekauft und da habe ich auch ganz gut Geld verdient. Das heißt, man kann zusammenfassen, ich habe jetzt alle Trading-Spieler verkauft, habe auch noch ganz gut Geld daran verdient. Hier zum Beispiel jetzt, wenn man allein diese Differenz bildet, 5 Millionen Euro. Und habe jetzt quasi alle Spieler verkauft, die ich verkaufen kann. Und habe knapp 400 Millionen Euro. Also das ist jetzt wirklich das Geld, was ich habe. Mehr Geld habe ich nicht. Und mehr Geld steckt auch aktuell nicht in Trading-Spielern drin. Mit diesem Geld möchte ich in die erste Liga aufsteigen. Aktuell läuft es ganz gut. Ich bin heute auf den ersten Platz der Oberliga D gerutscht. Allerdings sitzt die Konkurrenz doch noch ziemlich dicht im Nacken. Ein Punkt Rückstand. Müssen wir mal schauen, ob der Aufstieg diese Saison dann auch hoffentlich klappt. Ich habe nicht so das gute Gefühl dabei, denn aktuell läuft es sehr bitter, was meine Spiele oder mein Spielglück im OFM betrifft. Aber abwarten, zumindest der Classic-Server hat mich bis jetzt nicht hängen gelassen. Dann sieht man hier aktuell noch ein paar Amateure in meinem Verein, die gehören normalerweise natürlich nicht hierhin. Die hatte ich nur besorgt für den Fun-Cup. Ich habe diese Saison bei zwei Fun-Cups teilgenommen, das ist ja eigentlich nicht typisch für mich. Normalerweise spiele ich nur beim Prater-Turnier mit, aber ich habe mich noch für einen weiteren Fun-Cup entschieden. Dort bin ich bis ins Viertelfinale gekommen und habe immerhin noch 24.000 Euro verdient. Bei 5.000 Euro Antrittsgeld macht das zumindest 19.000 Euro Gewinn. Also zumindest habe ich keinen Verlust durch den Wuppertaler Jugendcup diese Saison gemacht. Das war es also vom Classic-Server. Ich möchte in die erste Liga aufsteigen. Es wird kein Trading geben und ich habe aktuell knapp 400 Millionen Euro auf dem Konto. Dieses Geld soll eigentlich auch so bestehen bleiben. Ich hoffe so plus minus null bis in die erste Liga zu machen. Und dann kann ich dann mit dem Geld auch angreifen, denn wenn ich bis in die erste Liga als Geld ausgebe, dann habe ich auch keine Chance, dort ein paar Titel mitzunehmen. Dann kommen wir jetzt mal zum AT-Server. Am AT-Server habe ich jetzt 404 Millionen Euro. Diese Saison wieder einige Trading-Spieler eingekauft, das heißt, ich habe sogar noch ein bisschen mehr Geld, wenn ich alle Spieler verkaufen würde. Das ist natürlich eigentlich immer der Fall. Nur am Classic-Server ist jetzt der Spezialfall, dass ich die 36-jährigen Spieler gar nicht mehr verkaufen kann. Also sagen wir mal so 420, 430 Millionen Euro habe ich zur Verfügung aktuell, wenn ich alle Spieler verkaufen würde. Und mit diesem Geld werde ich irgendwann angreifen. Diese Saison und nächste Saison soll es noch ein Trading geben. Danach wird das Trading dann eingestellt und ich werde einfach angreifen, wenn ich einen günstigen Zeitpunkt dafür finde. Wir schauen noch mal ganz kurz noch hier, was die letzten Transfers so gegeben haben. Das wird dann aber in einem speziellen Video für den AT-Server nochmal gezeigt werden. Anfangs dieser Saison habe ich doch sehr erfolgreich einen Mittelstürmer verkauft, den schauen wir uns mal an und da kriegt ihr heute auch noch einen kleinen Tipp von mir. Fördert 17-jährige 5er auf 18-jährige 7er, das lohnt sich wirklich extrem. Wenn ihr Oberliga oder höher spielt, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen und es lohnt sich eigentlich wirklich immer. Fördert die Spieler mit Abschluss-Friendlies und fördert die Spieler in der Liga und mit vollen Trainingslagern und macht am besten über den 0. Spieltag und auf den 1. Spieltag auch noch ein Trainingslager, also so dicht gestaffelt wie möglich und verkauft die Spieler dann. Dann habt ihr die besten 18-jährigen 7er auf dem Markt und dafür gibt es richtig Kohle. Sieht man hier, er ist als 17-jähriger 6er gekommen für 5,5 Millionen Euro und als 18-jähriger 7er für 16 Millionen Euro dann gewechselt. Das Ganze ist nicht der einzige Transfer, ich zeige euch also jetzt nicht den einzigen Transfer, der hier funktioniert hat. Unter anderem auch der ERS, damals für 1,5 Millionen Euro gekommen. Und anfangs dieser Saison dann für 9 Millionen Euro gewechselt. Das Ganze ging eigentlich mit allen Spielern so gut. Ein Torwart war auch ebenfalls ähnlich gut, ein weiterer Mittelstürmer. Also das kann ich euch nur raten. Pusht ordentlich gute Spieler auf einem guten Niveau mit Abschluss-Friendlies, mit vollen Trainingslagern und es gibt richtig Gewinn. Also nochmal ganz kurz zum AT-Server. Wir haben aktuell ungefähr 420, 430 Millionen Euro, wenn ich alle Spieler verkaufen würde. Es wird noch zwei Saisons Trading geben, dann habe ich hoffentlich 600, 700 Millionen Euro und mit diesem Geld werde ich dann zu einem günstigen Zeitpunkt angreifen. Wir pfeifen noch ganz kurz.